Hey. Okay. Ja. Wir sind da. Top 5. Genau. Genau, wir spielen jetzt rein. Nines gegen nice Ian. Face. Ja, genau. Genau, ich bin falsch, Ian. Ich wird gleich nice Nines gegen Ian. Genau. Ich bin mal gespannt, weil jemand eben, er hasst es so gegen Projektilcharaktere zu spielen. Und Snake ist halt eigentlich genau da, diese Nades. Das sind Projektile. Mhm. Mal schauen. Ich glaube, sonst ist das Matchup eigentlich ganz chillig. Vor allem als Ivysword hast halt, kannst halt ein bisschen gegencampen. Er soll vielleicht nicht offset springen, das ist nicht die beste Idee, aber passiert halt. Genau, Nines war auf jeden Fall jemand, den ich auch eigentlich ein bisschen höher geseedet hätte, aber dann wegen dem, dadurch, dass wir Pools sind und ein paar Collisions und sowas verhindern wollten. Ansonsten hättest du wieder gegen Skady spielen müssen. Aber ich meine, bei so einem Look ist auch vollkommen okay so. Ja, weil ja. Nines weiß auch selbst erst krass. Oh, das war krass. Alle wissen auch erst krass, dementsprechend. Genau. Das ist ja eigentlich kein Problem. Und derjenige, der nämlich den vierten Seed, glaube ich, oder den fünften Seed bekommen hat, ist Ian, der jetzt gerade spielt, statt Nice Face. Ja, ich find's auch sehr funny. Ihr meint mir, oh, ich bin eigentlich voll nicht gut, mein PT suckt heute voll. Aber was ich bisher gesehen habe von seinem PT, ist eigentlich alles andere als schlecht. Also, ich wollte mal ein bisschen mehr Confident in sich. Ja, man darf es auch nicht an einer Performance so wettmachen. Es kommt immer auf beide Spieler an im Endeffekt so. Und wenn du einfach gut spielst, dann kann man sich auch vorkommen, als ob man schlecht spielt. Aber im Endeffekt, weißt du, es sind immer zwei dran beteiligt. Genau. Und hier finde ich das gerade sehr schön. Der hat halt Lead gegen Snake. Das macht er kein bisschen zurück, weil er weiß, okay, Snake kann selbst nicht so gut approachen. Der muss halt irgendwie Setupen oder so an dich ran. Jetzt kann er es ein bisschen aussohnen. Das macht er eigentlich ziemlich smart. Mhm. Aber er ist offstage, da ist Nikita. Und das war schon sehr easy, damit Ivysword Edge Garden. Ja, die Nikita trifft auch schon, die nächste ist auch auf dem Weg. Boah, oh, schön gearmored, aber ein 1er Bereich. Also auf Omega Stages oder wie man die nennt, da ist das nicht so nervig, aber auf normalen Stages, man merkt, es zoomt immer raus, damit man Pokémon-Trainer sieht, wenn er wechselt. Ja. Ich persönlich, wenn einem das auffällt, anstrengend. Der war da eben ganz unten und das hat ganz rausgezoomt. Es ist crazy. Ja, das ist allgemein krass. Habe ich mal ein bisschen so gelesen, wie das Kameramovement in Smash eigentlich voll gut ist. Mhm. Weil die Kamera ist eigentlich so dynamisch, wie du ran rauszoomst und das fällt eigentlich gar nicht so auf. Ja. Das ist halt schon wirklich sehr clean gemacht. Und auch ein wichtiger Teil vom Spielerlebnis. Es gibt halt nur so kleine Fehler. Also eben das mit Pokémon-Trainer finde ich super nervig. Ja. Mit dem Wechseln. Und was ich auch nervig finde, ist zum Beispiel, wenn Joker seinen Arsene bekommt und man sieht einfach so seine Maske da irgendwie so dick auf dem Bildschirm. So, was soll das? Man kennt es halt so Wario Bike oder der Kantkanne, wenn es immer so plötzlich statisch ist, dann sieht alles sehr komisch aus. Ja. Das Meister, ist, was das angeht, ist Beisel. Wenn es einem auffällt oder wenn du ihm das sagst, dann macht er das extra mit der Dose. Aha, also will, smart. Will die Kamera immer die Dose mit drin haben und ach, super nervig. Ja. Guck mal, zurück zum Game. Wir haben hier mit einem sehr, sehr soliden Stock liegt bisher tatsächlich. Und allgemein wirkt eigentlich sehr solide gegen Snake. Ich weiß nicht, was er machen muss. Mhm. Eins kommt gerade irgendwie nicht wirklich rein, wird aber ausgesund von Ivysaur. Sieht, er will halt die Updates haben. Ich glaube, gerade Ivysaur ist auch echt gut gegen Snake. Ja, einfach. Man sieht es auch. Er läuft halt weg, macht die Lead Blades. Mhm. Und Nines muss versuchen, irgendwie anzukommen. Der Reiz bei Snake nicht ein paar Granaten zu werfen. Da muss man dann halt schon mal approachen. Boom. Gut, Update. Okay. Oh, ich hätte so gerne auch diesen Update. Der ist so der verdammt gut. Aladenos Brawl. Einfach noch größer als die Hitbox verrät. Das war sehr riskant. Da hätte Ian gerade selbst Prozente kriegen können. Mhm. Ah, gerettet. Ah, da Nines ein bisschen overshielden, wird auch sofort gepunished. Und sie hier so PT, der kann da auf jeden Fall gut killen. Ja, sehr schön, die Falling Up ist natürlich safe. Leider kein Panik danach, das ist aber auch okay. Und Nines kommt ganz sehr schön wieder. Die Nähe macht sich schon solide 25%. Und er ist plötzlich ist sehr, sehr even. So, der nächste Up-Tilt. Oh, ich glaube, hat die Sneaky bekommen. Ah, ne, hat er doch nicht. Aber trotzdem. Oh, der F-Tilt. Und die Nikita, und das kann jetzt schon gewesen sein, wenn hier ihr nicht gut wie kann man kann. Ja, und das war's schon. Sehr, sehr schönes Comeback. Ja, das hast du auch zurückgeholt, ja. Ja, starke Leistung von Nines gegen Nice Face. Ja, ich bin auch ein bisschen falsch, das ist halt gegen Ian, aber wir können es ja sagen, dann ist es auch vollkommen. Ja, okay. Genau. Und so schnell kann es gehen. Gut zurückgeholt, jetzt steht es 1-0. Ja, vor allem, ich finde Snake mit Snake Comebacks zu machen, ist echt nicht so einfach. Weil du bist eigentlich sehr stark, teilweise musst einfach ein bisschen die Cam, du brauchst deine Nades, aber damit dich reinzugehen, das ist immer eine gute Leistung auf jeden Fall. Grundsätzlich ist Snake ein bisschen besser, wenn er Stock Lead hat, weil Gegner dann einfach reinlaufen, irgendwie den Typen killen wollen und dann kannst du einfach stehen mit einer Granate, Schilden und dann easy irgendwelche Combo-Starter kriegen. Ja, wir alle kennen das, die PC gegen Snake, er hat ein Lead, er wirft die Granate, schildet und bist so, cool. Mhm.
Ich kann jetzt so viel machen. Klar. Auch hier sehr schöne Watergun gerade. Das hat er im Game davor eigentlich kaum benutzt. Weil die Watergun sehr schönes Tool sind. Und man sieht es hier, Nines gerade so ein bisschen mehr am Ballen. Jetzt geht er wieder mehr defensiv. Versucht er dieses Snapeplay aufzubauen. Oh, sehr schöne Kombo. Auch 70% damit gemacht. So schnell kannst du gehen. Allgemein, Nines ist einfach super, super sicher immer in seinen Confirms. Der kriegt einen Nade und du kriegst super, super viel Schaden davon. Was er auch besonders gut kann, ist seine Fair. Die hat er auch schon ein paar Mal auf jeden Fall gemacht. Einfach eine Granate und dann eine Fair rein oder so. Ja, das ist so diese Baby's First Snake Combo. Das ist einfach Granate, du Fair. Und hier das Ledge-Trapping mal schauen. Oh, der Aspekt ist dann auch so gefährlich, weil BT ist eben langsam, das muss man sagen. Weil mit Disadvantage hat er nicht so viele Optionen. Oh, dass das noch getroffen hat, ist krass. Und er geht für den Doppelten. Sehr, sehr schön gemacht. Er kann auch noch recovern. Da muss er keine Sorgen haben, das ist BT. Der kommt da immer zurück. Schade gesagt gegen Snake. Aber Charizard ist vielleicht gar nicht mal so kacke gegen Snake. Er hat eben das Feuer. Er kann der ist halt sehr schnell auch einfach, ne? Ja, man schätzt mal. Guck da, er zoomt noch über die Stage. Oh. Wunderschöner Spike von dir. Aggressiv. Ist gut? Oh, ja gut. Der Chef dafür. Da lacht er selber. Ich finde cool, dass Ian ist echt gut an das Tempo zu wechseln. So eben, das Game war eigentlich recht defensiv. Und jetzt einfach, er geht einfach rein, er weiß, okay, ich habe gerade den Advantage, ich gehe jetzt für diese Plays. Das ist immer sehr schön zu sehen. Das war auch zu sehen bei dem Set gegen dich. Das war ziemlich cool. Also, das darf man nicht machen. Ja, so schnell. Jetzt sieht man schon wieder so ein bisschen Sorge auf dem Gesicht von Ian. Ja, man, das ist natürlich ein Tilter. Ja. Wenn du so früh durch den Snake-Smash stirbst. Smash. Ja. Ja, eben, Boyan Set konnte man auch sehen. Erstes Match zerstörte dich irgendwie, so, hat ein Stock immer mehr, dann im zweiten hast du ein Stock mehr und das dritte ist dann even. Ja, es ist immer ein lustiger Wechsel teilweise. Die dann damit so viel schnell Leute adaptieren teilweise. Ja. Das ist immer ziemlich krass. Wir haben ja also wieder ein even Match gerade. Ja, ich meine, beide Chars haben auf jeden Fall die Möglichkeit, noch den frühen Kill zu holen. Oh, sehr schön hier. Speed von 9, mal schauen. Oh, da, der Grab wäre so wichtig gewesen. Grundsätzlich, es wäre jetzt halt, also der Gameplan von Ian sollte es jetzt sein, ihn irgendwie Offstage zu bekommen, auch mit einem Grab oder irgendwas, einfach Offstage bekommen und dann darauf zu reagieren, ob er high recovered oder halt tief, weil beides kann, beides, das war sehr knapp, ausbotten, oh Gott. Was machen die beiden da? Wird gerade schon wieder ein bisschen scary, ein bisschen zu scary. Ja, aber hier, sehr schön gewartet von Ian. Und er zählt einfach ein bisschen. Er weiß, hey, ich bin Charizard, ich bin bedrohlich. Die Backer kann das auch schon gewesen sein. Oh, Grab. Wunderschön aggressiver Grab, das geht noch lange nicht. Throw. Aber in der Luft. Okay, hoch recovered. Ja, da haben wir jetzt die Zeit ist draußen. Alles ist draußen. Ja, mein Ian lässt ihn da einfach zu viel landen, das ist das Problem. Er hat die gerade nach oben geworfen und nein! Oh, in den Rücken gesteuert und das ist 2-0 für Nines jetzt hier gerade. Ja, es sagt nur, ist mit der Nikita irgendwie. Also, man kann natürlich eine Hitbox rauswerfen und die so deaktivieren kurzzeitig, aber du wirst da oben nicht irgendwas würfen. Ja. Das ist halt auch das Problem. Ja, das ist halt, ne? Also, wenn Snake gut mit seiner Nikita ist, dann wird das wirklich scary einfach. Ja, es ist so lästig. Ja. Aber er steht einfach, chillt so ein bisschen, dreht seinen Stick im Kreis und dann stirbst du. Du musst halt auch so viele kleine Sachen über die Nikita wissen, wenn du sie schlägst, was passiert, dann geht sie ja so durch dich durch und er kann sie nicht steuern und so ein Kram. Ja, was passiert, wenn du ein bisschen mit dem Tilt-Stick wiggles, dann dudelt die da einfach nur auf der Stelle, wenn du sie einfach nur fahren lässt, dann ist sie schnell auf einmal. So viele kleine Sachen, die man wissen muss bei dem. Was? Ich glaube, er startet sogar mit Ivysaur dieses Mal. Ja. Er hat einfach gemerkt, dass er die Kombos eh nicht durchkriegt gegen die Nades, deshalb einfach direkt Ivysaur. Ja, das ist viel Schaden unter der Plattform. Sehr solide Kombo. Generell, Ivy auf jeden Fall ein Charakter, der gut performen kann gegen Snake. Vor allem, ich glaube, er ist am meisten confident gerade in seinem Ivysaur, zumindest in diesem Matchup. Das sehr schön, Ikavi noch. Ich würde auch sagen, das ist sein bester Charakter vom Pokémon-Trainer. Oh, schön. Schöner Confirm. Ja, Backhand to Uppy, safe. Wobei man sagen muss, er kann die alle sehr gut spielen. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber ganz schön, wenn so ein PT ist, war so ein bisschen ausgeglichen. Ja. Das ist immer sehr cool. Man sieht immer, wenn die so an ihre Grenzen kommen, sieht man immer, was so der Faith-Charakter ist. Aber kommt natürlich auch aufs Matchup an. Ja, aber Ian mit dem Lead bisher. Hat das Lead irgendwie immer verloren. Mal schauen, ob man dieses Mal behalten kann. Ja, das ist unsafe. Ja. Nines ist auf jeden Fall auch ein Charakter, der ein Spieler, der echt gut zurückkommen kann einfach. Der hat echt gute Nerven. Oh, das ist gefährlich, aber die Nate hat ihn gerettet. Ich glaube, das war besser für ihn, weil so ist er nicht gestorben. Man sieht, er will diese Abwehr haben. Er will Snake in der Luft halten. Ja, das ist Abwehr. Oh. Okay, das geht auch. Schauen. Und er muss jetzt halt, er muss Snake nicht verwarten. Oh, er darf nicht landen. Das ist so wichtig, dass du ihm zeigen kannst, ey, in der Luft, da bist du nicht im Vorteil. Und dieses Statement zu setzen ist halt so wichtig für ihn gerade.
Und Nikita, mal schauen. Oh, er ist sehr weit außen, aber alles entspannt. Sehr schön Recovery hier. Oh, die gewette Tag hat Gras noch so getroffen. Oh, okay. Das ist so funny. Oh ja, beide Kassiker stehen da, der ist hier. Okay, wer grabt zuerst? Aber so ein kleiner Reaktionstest. Den hat Nancy gerade gewonnen. Wunderschön. Er ist unter der Nate durchgeslidet damit. Hm. Und das jetzt ist ja das Stocklied für Ian. Das ist aber auch crazy bei Shiggy, muss man dazu sagen. Ja. Und jetzt sagt genau, wieder Ivysaur, hat bemerkt, okay, Shiggy, der bringt mir echt nicht so viel, das ist ein Ivysaur-Game. Oh, okay, aber. Oh! Ja, die Nate hat ein bisschen betrogen. Ja, er braucht jetzt halt dieses Set, ne? Dieses Game. Ja, das ist super wichtig. Ich meine, sonst ist er halt raus. Und so krass, dass Snake das dann auch da noch durchfliegen kann. Ja. So, mal schauen. Ivysaur wieder ein Ledge. Sieht aber alles fein aus. Ne, die Rolle ist noch okay. Das war echt nicht der schlimmste Punish. Ich meine, der wird zwar gerade gepunished, aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, die 10% sind eh egal. Du stirbst eh irgendwann durch Snake-Sachen, da kannst du auch ein paar Trades mitnehmen. Der Upsmash in der Plattform, sehr interessant. Oh, früher aber mit dem Up-Tilt. Ja, das ist natürlich frech. Der ist mit der Dash-Attack und da hat Ivysaur die Unterbox einfach durchgesleept. Das war sehr frech. Generell. Ah, Ian muss den Kill hier finden. Ja, er muss jetzt erstmal irgendwie eine Öffnung finden, so ja, zum Beispiel. Oh, wunderschöne Patience, wunderschön gemacht. Schön. So muss man das machen. Ihr seht, okay, da ist Snake, der shieldet gerade. Wenn ich ihn treffe, dann passiert nicht so viel. Aber mit dem Movement so schön gearbeitet. Und das will ich mehr von ihm sehen. So mehr mit dem Movement arbeiten gegen Snake, weil das musst du auch machen. Der Charakter hat auf jeden Fall Crispus Movement. Wenn man ihn richtig beherrscht, der kann unglaublich cool aussehen einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich finde generell so, wir haben im Norden echt viele coole Charaktere, die man eigentlich gerne sieht. Auf jeden Manchmal Fall, Manchmal so ein bisschen die untypischen Charaktere. Manchmal ein bisschen viele Game Watches im Moment. Ja. Ja, aber es gehört auch dazu. Ja, auf jeden könnte schlimmer sein. Wir können auch irgendwie 10 Veganer-Mains haben. Ja, ich find's auch eigentlich immer gut. Ich meine, dann ist der ganze Norden im Endeffekt auch gewappnet gegen den Charakter. Ne? Und das muss man sein gegen den. Ja. So, und es geht weiter hier. Ich denke mal, ich wieder mit Ivysaur. Wenn man echt merkt, okay, Squirtle in dem Matchup, der ist es einfach nicht. Und jetzt wird gecampt. Aber ja, funktioniert richtig gut. Also ich meine, er bekommt seine Nades ab. Er kann sie einfach nicht wegwerfen. Ja. Er muss viel schilden. Mal gucken. Snake hat auch einen echt hohen Damage-Output, wie man gerade gesehen hat. Ich meine, er hat mit Up-Throw-Tilt einfach schon 23% gemacht. Und jetzt einfach ein bisschen campen. Man sieht halt das Wagenheiz ein bisschen mit. Aber echt schnell auch wieder aufgeholt mit den Prozenten. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass er so viele abbekommen hat. Echt guten Damage-Output. Ja. Und jetzt traden die halt, das ist immer ein bisschen riskant gegen Snake, will eigentlich nicht traden. Vor allem, wenn man bei 110 stirbt. Ja. Oh! Das war auf keinen Fall geplant. Oh! Aber okay, ist noch alles okay. Noch lebt er. Okay. Oh mein Gott. Ja, sehr schön, so viele Kill-Optionen einfach. Ja. Oh, schon wieder gereadet. Aber er war ein bisschen zu langsam. Nein, doch nicht gereadet. Ja, das ist der Kill. Sauber. Selbst wenn er den getaggt hätte, es wäre schwierig. Ja, es hat ein anderes Timing, aber auf jeden Fall sehr schön hier. Ah, oh, sehr schönes Mix-Up, um aus Mittelfand rauszukommen. Ist mal wieder jetzt hier so, okay, ich habe den Lead, ich werde einfach dich komplett auscampen. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen mehr mit seinem Movement warm geworden, Ian. Arbeitet deutlich mehr damit, kann so ein paar mehr Sachen rausbaiten. So. Oh, sehr schön. Oh. Und okay, interessante Hitbox. Ah, okay. Ja, aber war okay. Ah, war sehr lange im Schild, aber ist ja alles gut. Sehr viel Rage gerade, Max Rage. Wenn er jetzt irgendwie eine Backhand-Tournär bekommt. Schade. Ja, das ist echt ein Tuber den Prozenten. Da macht man halt einfach nichts. Jetzt ist halt Squirtle, ich weiß nicht, das Squirtle bisher hat nicht so gut funktioniert, das weiß auch eigentlich. Aber er hat halt irgendwas gerade im Kopf, was man nicht machen will. Ich never mind, das switcht einfach direkt wieder. Snake, er recovert im Moment halt auch immer hoch, ne? Da kann Shiggy jetzt auch nicht so viel machen. Ja, mein Ivysaur hat die Abwehr, du musst erstmal so weit oben nach oben kommen. Ja. Das hat auch das Problem. Oh, wunderschön die Rolle gecatcht. Oh, da ist der Abi. Oh, wunderschön. Ignorierter. Oh, der Airdodge war gefährlich. Er hat richtig gut die Nades ignoriert. Das muss man auch wissen, wann man das kann, wann nicht. Ja, er hat gesehen, okay, die sind gerade noch am Kochen. Das ist noch alles gut, ich habe ein bisschen Zeit. Und jetzt kann ich wieder campen. Ja, das ist, oh, viel Damage. Oh. Da gegabt zu werden, ist so gefährlich. Oh, er kann weitermachen, sehr aggressiv. Richtige Entscheidung gerade von ihm. Oh, wunderschönes Spacing hier von Nines, aber der Up-Tilt reicht dann doch nicht ganz. Kann er hier ausgleichen? Sieht im Moment so gut aus. Wenn jetzt kein F-Smash kommt, sieht das aus wie ein 2-2. Ja. Ah, der F-Tilt, da war ein bisschen gefährlich, aber okay. Jetzt move ein bisschen, er wartet ein bisschen. Oh, und die Nikita, mal schauen, ob er jetzt gut rumspielen kann. Ja, kann er. Oh, schön ausgewichen. Mann, Ian hat sehr schöne Patience, er lässt sich wirklich kaum Ledge trappen. Ah, nee, das klappt nicht. Gegen gute Leute, das Mix-Up. Komische Brawl-Mix-Up da gerade.
Einfach, oh, die Rolle war gefährlich. War nicht bereit. Erlebt halt noch, mal schauen, ob er landen kann. Ja, sehr schön, der Air-Dodge. Okay. Und jetzt einfach ein bisschen chillen. Alles ist gut, er hat den Stock-Lead. Er braucht mit Glurak auch nicht mehr viele Prozente, dann... Oh! Ja, aber das passiert dann auch. Das macht allgemein, das macht eins echt gut. Ja. Wenn die Prozente hat, geht er immer sofort diesen Grab. Der lässt da wirklich keine Zeit verstreichen. Das macht er wunderschön. Oh, das hätte sehr gefährlich werden können. Ah, da wieder. Ian kriegt gerade nicht diesen letzten Hit. Nein, es spielt ein bisschen Parkour tatsächlich. Lässt sich einfach nicht mehr treffen. Ja, im Moment kommt er auch gut durch mit seinen Nades. Ja. Deswegen eigentlich einfach wieder Side-B. Ganz viele Side-Bs braucht er jetzt. Das killt noch. Krass. Er ist clean damit. Er ist sehr clean damit. Ich muss sagen, die Hitbox davon ist auch gar nicht mal so klein. Aber das macht er echt gut. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt... es kommt jetzt auf jeden Fall darauf an, was Ian bannt und was Nines pickt. Weil man hat gesehen, ne? Also die Plattformen haben auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Fast jeder der Kills hatte irgendwie mit den Plattformen zu tun. Das stimmt, das ist eigentlich echt lustig. So, okay, meine beiden sind noch echt viel auf Plattformen. Dann klar, du hast die Ivysaur-Downer, die eh noch da durchgeht, du hast Snake. Safe. Mein Snake, wenn du jetzt auf Plattformen bist, ist halt immer die Situation, die du gerne hast als Snake. Weil dann drückt dich nach irgendein Airwheel und du kriegst Schaden, kannst den Landfall nicht kriegen. Ja, ich bin mal gespannt. Also FD wird mit Sicherheit gebannt werden von... Haben wir bisher nicht Inno-Only PS2 gesehen? Eigentlich schon, ja. Mal gucken. Ich glaube, es wird wieder PS2 sein, da gehen wir nicht drauf. Ah, nee. Small Battlefield. Aber basically nochmal. Ja, quasi. Okay. Ich persönlich mag die Stage ein bisschen lieber. Ja, bei mir kommt es drauf an. Ich mag die kleinen Plattformen als Link tatsächlich mehr. Hier sehr schöne Conversion. Aber nein, es ist ja sehr safe hier, als er zurückkommt. Okay, wir haben hier Terry-Musik auf jeden Fall. Ja, das war King of Fighters Musik. Man sieht hier, gerade Ian hat wieder den Lead und ist super patient. Oh, das ist viel Damage. Oh, der wollte da aber gerade eine Combo. Ja, aber ist noch alles gut, er kommt da wieder. Oh nein! Oh, was? Doppel in die Luft gesprengt? Das ist so unglücklich. Aber hey, das ist halt, Snake nimmt und gibt und gerade hat halt mehr genommen. Ja, Das ist leider der Fall bei diesem Charakter. Ja, das ist die Sticky. Oh, Sticky, aber da muss man aggressiv weiterspielen einfach. Oh, jetzt hat er sich selbst... Vor allem PT kann einfach wechseln, dann ist die Sticky weg, theoretisch. Stimmt. Ja, aber okay, er hat beide getroffen. Haben beide, das kommt eher Ian zugute. Leider Sauer Spot. Ich glaube, er war eh zu nah an der Station, es hätte nicht gekillt. Das hätte cool ausgesehen. Mhm. Jetzt ist halt, jetzt kommen wieder viele Trades. Das ist so gefährlich, aber Ian ist da viel zu langsam. Lässt ihn einfach vor früh covern. Wunderschön, die Arsch abgewartet. Der Upsmash als Mix-Up. Okay, kann man machen. Generell, Ian ist echt gut angeworden, so das Mix-Up von Nines Plattform rauszufinden. Ja. Nein, hier kann ich wirklich Ledge trappen, weil Ivysaur einfach so nervig ist. Er macht die ganze Zeit seinen Rang-Hieb. Oh, der Abfilt, sehr schön. Ja, vor allem die Up-Air, die kannst du ja auch wirklich richtig raushauen. Ja. Ne? So oft einfach. Wenn man da Angst hat, dann steht man da bei 3 Up-Airs immer noch im Schild. Okay, kommt da ziemlich sicher on stage wieder. Ja. Sehr schön. Wir müssen natürlich schauen. Ich meine, das ist Snake. Auf einem Nines hat diese krassen Kombos. Ich habe offen gezeigt, er kann jetzt mit einer Granate, ist alles wieder even, wenn sie richtig trifft. Das ist der Startup. Ja, sehr schön, 50%. Ja, Nines hat echt immer seine Ruhe. Er war eben immer ein bisschen hektisch, habe ich das Gefühl. Jetzt ist er mehr zu seiner Ruhe, zu seinem Gameplan hingegangen. Der Jump war sehr, sehr gefährlich. Aber alles ist gut. Ja, er braucht jetzt irgendwie sowas wie ein F-Smash. Irgendwas, was tiltet. Auch eine Nikita würde auf jeden Fall ein bisschen tilten. Down-Smash war es ja nicht, das ist Abfo. Wenn du Abbie, okay, aber noch ist alles gut. Aber ich habe gezeigt, Ivysaur kann so früh killen, wenn er da nicht aufpasst. Der Abtilt. Reicht das nicht. Und das Ledge-Tripping. Der Mörser ist draußen. Wie reagiert er drauf? Aber auf jeden Fall schlau. Das macht er schön. Mhm. Nein, es ist halt zu aggressiv. Du musst auch mehr shielden und den Weak-Up irgendwie punishen. Und dann wäre es besser. Sehr schöner Parry. Mal schauen, wir wieder an der Ledge. Selbe Situation wieder, wahrscheinlich. Diesmal wird er nicht gute schön. Rolle. Okay. Ja gut, beide laufen einfach weg über die Stage. Auch wunderschön. Nein, so ein bisschen in Zugzwang, der will unbedingt diesen Kill haben. Ja. Er will auch schon einen Uphill treffen, habe ich so das Gefühl. Ja, da ist die Sticky. Sie ist abgefallen. Das war bei der... Ja. Uptilt, raw. Alles ist noch knapp, alles ist drinne. Okay, ja, das ist jetzt halt wieder Super Rage Snake. Das macht jemandem auf jeden Fall Angst. Vor allem, wenn man ein oder zwei Granaten abbekommt. Von daher würde ich Ian auf jeden Fall empfehlen, hier die Rasierblätter rauszuholen. Die Nines sieht das gerade so schön. Lässt sich kaum treffen und wird getroffen plötzlich. Sie sieht, er geht nochmal auf den Plattform weg, weil er weiß, hey, ich will nicht gegabwert werden. Alles ist gut. Alles ist gut. Ian ist da ein bisschen langsam, tatsächlich. Will jetzt unbedingt diese Jumps catchen mit der Abwehr. Nein, es ist aber sehr schön, bleibt grounded. Ja, macht das smart gerade mit den Rasierblättern auf jeden Fall. Oh mein Gott. Beide wirfen ein bisschen. Schon echt knapp es ist sweaty. Das ist gefährlich.
Ah, killt der vor? Oh, er killt noch nicht. 175. Ja, mal schauen. High Recovery. Ja, er muss irgendwie landen. Oh, aha, er pammelt. Nein, warum pammelst du denn? Das ist so gefährlich. Oh, Sauerspot. Nein, okay. Gwok ist gut. Gwok hat genug Kill. Alles ist gut. Er will diesen Web unbedingt haben. Oh mein Gott. Was ist das? Beendet es doch einfach. Beide sind gerade so am Stoppen. Ja, was macht man da? Macht man da Hail Mary Side B? Er will unbedingt das Grab kriegen, aber nein, ist zu schlau dafür, der weiß das. Oh. Ah, noch ist alles gut, Alles ist gut. Get up attack. Okay. Gut gemacht. Oh, und das war's. Er hat's geschafft. Und das ist mal ein Pop-Off-Wert auf jeden Fall. Krasses Set auf jeden Fall. Richtig starkes Set gerade. Also ich bin selbst gerade ein bisschen... Ja, das wurde gerade schon echt mitgenommen auf jeden Fall. Oh.